So. Alles klar, wir starten direkt wieder mit einem Kampf. Und tschüss. Hab ich keine Lust zu. Geh weg! Lass mich in Ruhe. Mit dem Gummischuh. Hallo. Also ich höre niemanden reden, deshalb lese ich das jetzt vor. Wir haben die Gegend um das Hauptquartier gesäubert, aber nehmt das für die Notfälle. Noch ein Mega-Puschen. Cool. Nee, speichern will ich nicht. Ich wollte einfach nur einmal... Wenn ihr die Dinger einmal anfasst, dann könnt ihr euch heilen. Ich halte die Klappe. Cutscene. Why only you, sir? I want to fight too. Orders are orders. I'm not a cadet anymore, sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Guarding the command center is important too, you know. But I came all the way from Besaid to fight Sin, sir. I know, but an order's an order. To your post, Crusader. But, sir! Tja, der will kämpfen, aber Lutz lässt ihn nicht. Aber warum? Schauen wir mal. They let you through, huh? Hm. Gata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Waka. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Luzu, no! What? I'm the one who convinced him to enlist. I'm sorry. Walker! That's enough, Walker! When we used to play Blitz together, Chapu used to say... He said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her is better. Lu, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. All crusaders in the vanguard are to assemble on the beach. That's my cue. Luzu, don't die out there. So you can hit me more? Lots, lots more. Sir Luzu, please. Please don't go. I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path, as you did when you became a summoner. It would be a long time before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Tja, mächtig viele Informationen mal wieder. Lutz ist also schuld daran gewesen, dass Wakas Bruder
in die Leibgarde, wollte ich gerade sagen. Leibgarde? Nee, in die Dings hier, zu den Crusaders gegangen ist. Tja, und dafür hat er schön eine kassiert. Walker hat vollkommen recht, er schön draufhauen. Natürlich will jeder seine Frau beschützen, aber was die dann alles dahinter sich lassen müssen, das ist schon krass. Armer Walker, Walker, Walker. Nein, das ist nicht fair. Walker ist cool. Vor allem die WM steht ja vor der Tür, ne? Das ist unglaublich. Schon wieder WM. Katschin! Wie immer. He really hates them, huh? Chapu. He left the sword Waka gave him in Bisade. And he fought with an Albed Machina weapon instead. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Ja, Waka hängt ja sehr an den Leitsätzen. Klingt schon fast so, als ob das für ihn eine gewisse Befriedigung gibt, ne? Ein bisschen. Ich glaube, von den Leuten hier kriegt man jetzt nichts geschenkt. Nichts mehr. Deshalb gehen wir einfach weiter. Next Level Entertainment. Da kommen noch einige Cutscene-Sets auf uns zu. Das ist unglaublich. Jetzt beginnt gleich der Krieg. Won't work anyway. Don't say that. It might be a hopeless campaign, and it might mean defying Yevon, but the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever, and that's just what we want too, isn't it? Isn't it? All right. But I still think Mackinac are bad news. They're forbidden for a reason. Lady Summoner, there you are. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Mr. Keenock, der Erzprimas, ist sogar da. Junge, Junge, hier ist ja ein Aufmarsch an Leuten. Was soll man davon halten, ne? Schenk mir mal was, du Affe. Ich will was geschenkt haben. Ah! Natürlich sind die alle aufge... Oh Gott, hier guckt ihr das mal an. Kind. Wie kann man einem kleinen Kind das Kämpfen beibringen? Ich will Sin besiegen. Ich werde ihn niemals vergeben. Ich werde ihn besiegen. Kinder, also schon krass. Kinder an Waffen ranzubringen. Der Pädagoge in mir sträubt sich da, ne? Das ist echt zu extrem, zu hart. Monopoly is a great thing. Things are selling no matter what the price. Oops, sorry, I forgot. Zeig, was du hast. 5% Angriff. Ah ne, das ist... Oh, Recher hat Konter. Konter ist natürlich auch cool. Steinschlag. Nein. Der Hardrocker ist halt cool, da können wir die Monster, die wir damit angreifen, in Steine verwandeln, sind die direkt tot. Aber so sinnvoll ist das gar nicht. Erster Tag, Zauberabwehr 3%.
Scheiße. Ich habe einen super Reifen dann. Schlafreifen. Aquawappen. Zauberabwehr 3 plus 3%. Also sie hat da MP und HP, ne? Das ist besser. Vulkan. Konfusschutz. Ne. Nee, brauche ich nichts von. Tut mir leid, Waka. Waka. Ich hab's auch mit dem Waka, ne? Nee, ich habe keine Fragen. Die Mihen-Offensive. Eigentlich ein reines Himmelfahrtskommando. Ihr wisst, wie mächtig Sin ist und, The operation will begin shortly. Ja. Please check all your equipment. You alright? Of course not. I came here to fight Sin. But they stick me here. If you want to prove yourself. Huh? First, you must complete the tasks you are given. Auron hat so recht, Armo. Ich rede mal mit ihm. Just doing what they say, it just won't be enough. Was? Wenn ich nur Befehlen gehorche, wird mich niemand akzeptieren. Das stimmt nicht. You think this? That's right. It's not fair. Gell? Vor allem Gell. Mein Gott. Oh. I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Good to see you, Auron. 10 years, is it? That's Wen Kenok, one of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks, and also commands the crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Good. Dismissed. Sir! Tell me, Auron, where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Kenok? Oh, yes. Proceed. That Kenok a maester? I heard that, Auron. A lot has happened the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Xanarkand? I kinda think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Albed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. So, jetzt können wir noch mal kurz ein bisschen was untersuchen. Ich weiß, dass es hier auch noch Kisten gibt. Da zum Beispiel. Totzugband, yay! Yuna! Jetzt bitte durch. Hi. I'm a little nervous. Anything could happen. Make sure you're ready for combat. Ach, ich bin immer bereit. Allzeit bereit ist mein Motto. Genauso wie bei den Pfadfindern. Würde ich mal so sagen. Go to you. Bleib bei Yuna. Nö, ich geh jetzt weg. Ich will Kisten. Gib mir was. Ja, einiges kann man schon sehen, aber man kann es noch nicht lesen, richtig. Auch einer der Gründe, warum man das vielleicht zweimal spielen sollte. Ich werde es definitiv nochmal spielen, wenn ich das durch habe. Kimari Ronzo. Still, ne, gesprächig wie eh und je. So gut, das war schon Eisenkissen. Dann lass uns loslegen. Lass uns die Mihen-Offensive starten. Und Sin den Arsch versohlen, wenn wir es denn schaffen. Are you ready? Gotcha! Ich bin bereit. Mr. Kenok. Let's do this! Fucking shit. Will Sin come?
Sin always returns for its spawn. To make sure, we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. So, jetzt geht's hier an einen fetten Battle. Ich werde erstmal hier Tidus schneller machen. Denn er wird jetzt der Hastgeber sein. Au! Orin kann Kraftbrecher versuchen. Wird nicht klappen, scheiße. Oder hat's funktioniert? So the arms are... Ja, seine Arme schützen, das ist mir bewusst. Au! Ich sehe gerade gar nichts. Schwarzmagie, mach mal bitte Feuer. Auf den Kopf! Der Kopf muss erledigt werden. Los, Feuer! Bam! Na, hat's wehgetan, scheiß wie? Will ich Lulu dabei behalten? Ich überlege gerade. Weil wir mit Magie im Moment nicht so viel anfangen können. Wir brauchen auf jeden Fall hier ein paar heftige. Sondern Orin zum Beispiel können wir weiter benutzen. Das ist eine gute Idee. Der Kopf macht eine richtige Bewegung. So, Spell ist nicht das Einzige, was man dagegen machen kann. Man kann auch einmal Wacker Wacker nehmen und ihn dann mit einem Blindschock die Fresse polieren. Piu! Und dann hört der Kopf auf zu wackeln. Aber er ist immun. Oh, verdächtige Bewegung hat aufgehört. Weiße Magie, Hast. Hast auf ihn. Ja, ich werde Walker mitnehmen, ich werde Orin mitnehmen und Lulu. Macht nochmal kurz Yuna rein, da muss Kimari noch rein. Und ja. Schwarzmagie, Feuer. Feuer! Ah, hat viel Energie, hat viel Energie. Ich werde aber nur mit Angreifern angreifen, dieses Mal. Kimari, come on. Come on! Mal bitte den Arm kaputt. Oh, es benutzt Blitz. Oh mein Gott, ich werde sterben. Warum laggt eigentlich die Cam so? Ich verstehe das überhaupt nicht. PC ist kaum am... Also nicht wirklich am Arbeiten, aber total überfordert irgendwie. Batsch. So, du machst dich mal eben weg für Tidus. Tidus kann dann nochmal hier Weißmagie Hast auf unseren kleinen Wacker-Wacker machen. Ich vibriere ohne Ende. Bock mich nicht. Gravitas, oh, das ist böse. Au! So, eine verdächtige Bewegung. Yay, und das hört dann auch jetzt schon wieder auf. Quatsch. Sehr gut. Nee, du kannst mir kurz aussetzen und du tauschst dich aus gegen Orin. Jetzt haben wir unser Team. Wacker, Orin und... Tidus. Tidus natürlich. So, du kannst jetzt hier erstmal ein bisschen anfeuern. Machen wir uns mal ein bisschen heftiger. Verteidigung hoch und den Angriff hoch. Alarm jetzt hast, oder? Sehe ich gerade gar nicht. Mein Kopf jetzt platt da. Batsch. Lebt immer noch. Ich habe kein Durchschauen, das ist kacke. Bam, vernichtend. Sehr schön. Da war es nur ein Arm. Tja, tja, ja. Spezial anfeuern, los! Ja, mit Bestias wird das alles natürlich wesentlich schneller gehen. Ich könnte jetzt die ganze Zeit Specials und sowas draufbatzen. Draufknallen, aber ich finde, das ist langweilig, immer mit Bestias. Deshalb habe ich mir auch diese Challenge gesetzt, dieses Mal. Anfeuern. Piu. Oh. Oh. Baka, schaffst du jetzt den Tod? Ach, weiß ich nicht. Geh mal bitte... Nein, nicht Sabita, sondern Item, High Potion für unseren Tidus. Den soll ja nicht down gehen. High Potion haben wir mehr als genug, von daher... Mach den Arm kaputt! Oh.
Nach den paar Dingern haben wir schon 600 Schaden jetzt. Das ist so krass. Wir boosten uns aufs Maximale. Wenn das für uns normal angreift, kann das sowieso nichts anrichten. So, mach den Kopf kaputt. Haben wir nicht vorhin 400 abgezogen? Mal kurz. Nein, das wollte ich wohl nicht. Ich weiß, Magie hasst. Ach, haben alle hasst. Okay. Dann machen wir mal hier anfeuern. Nein, nicht reizen. Anfeuern. Yo, yo, yo. Ja, gleich wird erstmal wieder sein komischer Arm wieder lebendig gemacht. Oh, ich habe einen Nerv eingeklemmt. Das ist so eklig. Und Kravums, weg ist er. 818. Ist das krass, Leute.